So, wir sind hochgebufft. Wir sind voller Mana und Lebenspunkte. Fackel auch an? Ja, Rainer. Diese alte Bruchbude, einst ein stattliches Landhaus, ist schon lange von den ursprünglichen Besitzern verlassen. Die derzeitigen Bewohner scheinen sich nicht besonders um das Haus zu kümmern. Jo. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Was? Sieht gar nicht so gefährlich aus. 3, 4, 5, 6, 7 Ghasts. Starke Geister, ganz starke Geister und ja, nicht gefährlich, ne? Hauen. Hauen. Ja, okay, sie halten nicht viel aus, das ist ein Argument. Oh, achso, es war ein Nahkampftreffer. So, die Geister da sollten wir umbringen, bevor sie rankommen, wollte ich sagen. Weil die können bestimmt irgendwas Garstiges. 52 Schaden. Jo, fast tot. Und tot. Jetzt können wir auf Nahkampf bzw. Bogen umschalten. Oh, da kommen wir sogar ran. Echtzeit? Nee. So ist besser. Was habt ihr davon, wenn ihr da oben rumlungert? Mit ganz schön viel aus. Und das ist auch ein Ghoul und kein Ghast. Ach, das ist eine Stufe höher von denen. Na gut, gehen wir mal ran da. Kaputt. Kaputt. So, alles. Du siehst komisch aus, Brunnen. Du veränderst die Richtung. Kann man da rein? Nein. Okay. Hinter jeder Tür werden Gegner sein. Jo. Lass uns mal einen richtigen Kampf suchen. Es sind viele, aber die sind nicht besonders stark. Es ist viel zu eng hier, um ordentlich zu kämpfen. So, können wir mal einen Raum jetzt plündern? Jo, das sieht doch gut aus. Und Kisten. Warte. Erstmal heilen. Dann nochmal heilen und dann für alle einmal Bewahrung sprechen, bitte. Hat Bewahrung eigentlich später so eine ganze Gruppe? Ja, auf Meistergrad. Ja, das dauert noch. Aber das wird dann richtig praktisch. Dann kann keiner mehr wirklich sterben, sondern noch ohnmächtig werden. Hatten wir eigentlich schon ein Heldentum? Müssen wir gleich mal gucken. Ja, haben wir. Okay, jetzt plündern. Ich werde sie alle töten. Okay. Ups. Da hat es sich definitiv gelohnt. Die wären sonst bestimmt gestorben. So, mit. Und raus hier. Ganz schnell raus hier. Nicht irgendwelche Türen aufmachen, einfach nur noch raus hier. So, schlafen. Und alle Buffs sind weg. Na gut. Das ist wohl unser kleinstes Übel. Heldentum. Zauberauge haben wir. Bewahrung. Weil da war noch eine Kiste. Ich denke mal, in mehreren Räumen werden noch Kisten sein. Und wenn die alle uns instant umbringen, quasi. Also zumindest die Mädels. könnte das eine recht lange Tour werden. Wie schauen die Rüstungen aus? Ja, kaputt. Kaputt. Du nicht. Repariert. Du dahin, du dahin. Wir brauchen echt die besseren Rüstungen. Die gehen noch seltener kaputt. Du. Können wir das wirklich brauchen? Das kann weg. Können wir das wirklich brauchen? Erdresistenz. Boah. So. Wir hatten hier rechts einen Raum. Und das Ding haben wir aufgemacht. Das tut irgendwie. Ups. 85 Gold und Kleinkram. Ist doch albern. So, heilen. So, nächster Raum. Noch mehr Garste und ein doch recht auffälliges Bild. Mit glühenden Augen.
kann aber nichts anklicken. Okay. Bewahrung ist noch aktiv. Das heißt, wir können jetzt eigentlich sofort das Ding öffnen. Und eigentlich sollten wir nur Girogon heilen, weil er als einziges überleben wird. Aber... So. Ich werde sie alle töten. Jo. Ups. Ich würde gerne helfen. Also ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht alle Kisten erstmal geschlossen lassen? Und hier plündern gehen, wenn wir ein bisschen höher sind? So finde ich das echt komisch. Vor allem, dass die Mädels sich immer wieder nackig machen müssen, damit er die Rüstung reparieren kann. Die da. So. Du diesmal auch. Dich und dich und wieder rein. So, rechts rum, links rum. Eins davon haben wir aufgemacht. So. Dich haben wir aufgemacht. Das tut irgendwie. Oh, das sieht doch schön aus. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich nochmal Erdresistenz. Warum kriegen wir so viele Regen mit Erdresistenz? Das ist komisch. Na gut. Du heil bitte. Also rechte Seite hätten wir schon mal leer. Du heilen sie. Rest töten. Du heilen. Jetzt dürfen wir wieder dreimal rauslaufen, ha? Du heil erstmal Girogon. Hast du noch ein Bild? Das können wir mitnehmen. Und fast wieder alle tot. Mein Fehler. Können wir das wirklich brauchen? Charisma plus 5. Können wir das wirklich brauchen? Bewahrung haben wir gerade benutzt, danke. Feuerresistenz. Können wir das wirklich brauchen? Ja, kannst du uns alles weg. Und du wiederbelebt mal bitte nach dem Reparieren von Rüstung. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Oh, falscher Abgang. Repariert. Du, da, da. So. Was wollte ich jetzt? Achso, genau, mit meinem Heiltrank sie aufwecken. Aber wir haben keine Heiltränke. Das muss er jetzt selber machen. Das heißt, es wird eine sehr schlechte Qualität haben. 5. Jo, reicht nicht. Sie ist nämlich bei minus 17. Aber gut. Dann halt wieder... Ah, da war ein Umhang bei. Gucken wir uns doch gleich mal an. Zeit zu Umhang. Brauchen wir wirklich noch wertlos. So ein albernes Ding? So. Fackel. Waha. Bewahrung. Dann rein links da oben. In dem Raum war nichts mehr. Hier könnte noch was sein. Und dann war es das hoffentlich mit den Kisten. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Nein, wir wollen keine Beute mehr haben. Das ist viel zu umständlich. Aber ist es halt. So lange, bis wir unsere Druiden auf den nächsten Rang gebracht haben. Also auf Großdruide müsste das sein. Und wir dann die Sachen aus Entfernung öffnen können. Ich werde sie alle töten. Mein Fehler. So, Kristall, du kommst dahin. Ich würde gerne helfen. Dahin, dahin, dahin. So. Eine Sache noch zum Plündern. Kann das nicht einfach selber öffnen? Moment mal. Das war die eine. Ja. Ups. Oh. Erhöht den Effekt aller Geisteszauber. Das ist doch mal was für Sie. Das erkenne ich nicht. Ach, warum konnte er das identifizieren? Das ist komisch. Das erkenne ich nicht. Wir müssen etwas loswerden. Wir müssen alles mitnehmen, nicht loswerden, verdammt. Wir müssen etwas, ich habe keinen Platz mehr. So, jetzt haben wir das gesamte Erdgeschoss geplündert. Ich hätte das von vornherein so machen müssen. Einfach Bewahrung auf die drei Mädels, dann werden die ohnmächtig. Dann laufen wir einmal mit Girogon durch und öffnen alle Sachen. Das wäre ein wenig zeiteffektiver gewesen. Das heißt, jetzt haben wir noch
eine Etage drüber. Und unser magisches Auge sieht Gegner, wo gar keine Strukturen sind. Warum kommen wir nicht hoch? Also da im Norden, ne? Ah, hier. Au. Unholde Geister. Alle sterben. Wir kriegen nicht mehr ordentlich Schaden. Das ist echt praktisch. So, und den Ring anlegen nicht vergessen. Wir müssen etwas loswerden. Ja, gleich. Repariert. So. Platz mehr. Nee. Wir müssen etwas repariert. Dass er jetzt die ganzen Frauenrüstung einmal kurz anziehen muss, ist ein wenig irritierend. So. Wird einfach ignoriert. Das war wohl meine Bücher. Warum sehe ich hier einen Gegner? Aha, unser Geisterauge sieht hinter der Wand einen Gegner. Also muss hier irgendwo ein Buch sein, was man drücken muss. Oh. Oder mitnehmen muss. Und hier geht die Wand auf. Wir finden so oder so schon mal ein paar Zaubersprüche, das ist ganz praktisch. Aber ich guck mal, ob ich irgendwo ein Buch rausragen sehe. Nee. Nee. Sehr komisch. Bin mir ziemlich sicher, dass es ein Buch ist. Oder das ganze Regal verschieben? Nein. Bin die ganze Zeit am Leertaste drücken. Oh, noch was. Noch was? Ach, man kann ihn mehrmals durchsuchen. Natürlich auch schick. Vielleicht hier vorne noch irgendwo? Nö. Vielleicht mal nicht mit Mausflug, sondern so. Nö. Hier ist nichts, was euch interessiert. Oben rauf vielleicht? Nee, man kann nicht durchschießen. Wir könnten noch im Erdgeschoss gucken. Aber es wäre ein bisschen komisch, wenn im Erdgeschoss was wäre, was hier oben was aufmacht, oder? Aber scheint so zu sein, okay. Hier unten. Fenster? Nein. Du hast vorher schon suspekt, aber hier ist nichts, sagt er immer. Die Dinger haben wir auf. Da ist ein Schalter. Oh, du führst ganz woanders hin. Oh. Na komm. Stipp. Was zur Hölle sind wir? Ah. Schlafzimmer sind verbunden. Du bist wohl die höchste Stufe von denen. Ich brauche Hilfe. Oh, okay. Höchste Stufe von den Unholden. Wir haben keinen Mana mehr. Na komm. Komm. Ein Schadenspunkt. Und nicht mal was dabei, das ist doch... unfair. So, raus hier. Mana regenerieren. Zeit zu schlafen. Fackellicht. Waha. Bewahrung. Heldentum. So, also man kann in die eine Wand hier rein. Genau hier. Da laufen wir jetzt einmal rum und suchen nach anderen Schaltern, um irgendwie nach oben zu kommen. Das ist ja schön und gut, dass hier unten ein Geheimgang ist, aber wir wollten eigentlich oben weiter, hinter der Bücherei. Zähes rotes Ding da. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Oh, noch mehr... Oh. Noch mehr Kisten, wollte ich gerade sagen. Ihr seid nur Kleinkram, ne? Jo. So, 4 Kisten. Das dauert doch ewig, die zu plündern. Ah, hier geht's hoch zur Bücherei, bestimmt.
Goodie.